Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Multithreading im Programmieren lernen. Heute geht es um die Gefahren von Multithreading bzw. den Logs, die wir hier erstellt haben. Und ich werde jetzt hier mal wieder zurück zu den normalen Logs switchen. Das heißt, Log L ist gleich New Log. Und was wir jetzt hier machen ist, wir benutzen gleich noch eins. Das heißt, wir sagen hier Log 2 zum Beispiel auch noch, ist auch ein New Log. So, und ich kann natürlich mehr als ein Log benutzen. Es kann ja auch sein, dass ich verschiedene Ressourcen habe, auf die ich nur einmal zugreifen will. Dann will ich nicht den kompletten Dings hier sperren. Also zum Beispiel möchte ich nicht irgendeine Array-List oder sonst irgendwas hier irgendwie auch noch sperren, sondern ich würde eigentlich nur gerne den Print sperren und danach die ArrayList in einem anderen Log laufen lassen. Dazu kann man natürlich zwei Logs benutzen. So, und ja, das ist absolut nichts Neues eigentlich, war ja eigentlich schon klar, wenn wir hier einen New Log erstellen, dass wir dann mehr als einen Log haben können, aber das Problem, was wir jetzt hiermit haben können, ist, wir könnten in sogenannte Deadlocks reinlaufen. Und das berühmteste Deadlock ist wahrscheinlich zunächst einmal das hier, indem ich einfach hier sage L.acquire. Achtung, ich benutze L und L.release hier unten. Das heißt, ich habe, oder das muss eigentlich nicht mal sein, ich habe zweimal dasselbe Log acquired. Schon beim ersten Thread passiert Folgendes. Der Thread läuft hier rein, acquired das Log, ja, und dann versucht er dasselbe Log nochmal zu acquiren und das ist blockierend, weil es ist ja schon acquired. Und das bedeutet, ich habe sozusagen einfach ein Deadlock. Das heißt, das hier wartet unendlich lange, weil ich niemals ein Release erreichen werde und somit niemals dieses Acquire hier erfüllen kann. Das heißt, der Thread stirbt, der ist tot, der ist ein sogenannter Zombie, weil er zwar noch läuft, aber er kann nichts mehr machen und er kann auch nicht mehr wieder weiterlaufen gelassen werden. Und das bedeutet, wir haben ein sogenanntes Deadlock. Deadlocks gibt es aber nicht nur in dieser interessanten Konstellation, sondern die passieren auch noch tatsächlich, wenn man nicht gut aufpasst und vielleicht zwei Klassen von Threads hat. Ich werde jetzt hier tatsächlich einfach nur mal die Klasse auch MyThread nennen. Das ist völlig irrelevant, wie sie heißt. Oder um genau zu sein, braucht man eigentlich nicht mal zwei Threads dazu. Mit zwei Threads wird es nur wahrscheinlicher, dass die Situation dann eintrifft. So, also ich schreibe jetzt hier einfach mal nur Ressource 1 rein, also Res 1 oder Object 1 oder was auch immer. Und direkt unten drunter, machen wir mal L2.acquire und L2.release. So. Und was wir jetzt haben, ist eigentlich eine relativ gute Situation, wenn man das so in einem Programm schreibt. Das heißt, immer acquiren, immer nur eins acquiren und dann genau dasselbe releasen. Dann irgendein anderes acquiren und dann das andere releasen. Dann ist es eigentlich relativ sicher, das Ganze. Aber leider funktioniert es manchmal nicht so ganz immer. Deswegen muss man hier teilweise ein bisschen rummurksen. Das bedeutet, wir haben einen Deadlock, also in dem Fall haben wir keinen Deadlock, das ist die sichere Variante. Jetzt kommt aber die Variante, wie wir einen Deadlock bekommen. Und zwar, also der Thread 1, der hält sich Objekt 1, das heißt, er hat das Log da drauf und möchte ganz gerne das Log 2 besitzen. Also die zweite Ressource irgendwie bekommen und erst danach möchte er L wieder releasen und L2 wieder releasen. So und jetzt brauchen wir doch den zweiten Thread, damit ich das vernünftig machen kann. Ich mache es jetzt einfach mal, ich kopiere das einfach ganz kurz und dann sieht keiner. So, man sieht es doch. Ihr könnt euch denken, was da dazwischen ist. Das ist jetzt einfach nur der direkte Vergleich. Das ist das, was der zweite Thread ausführt. Das ist das, was der erste Thread ausführt. Ich habe nur leider nicht genug Platz, damit ich es euch schön groß präsentieren kann. Und der zweite Thread, der macht es jetzt genau andersrum. Der holt sich oder behält sich die Ressource 2 und möchte die Ressource 1 haben. Und erst danach gibt er die Ressource 1 wieder frei. Und die Ressource 2. So, und was jetzt passieren kann, ist, wenn wir hier drin sind, das heißt, der Thread 1, der wartet auf Ressource 2 und der Thread 2, der wartet auf Ressource 1. Und der zweite Thread braucht aber die Ressource 2 und der erste Thread braucht aber die Ressource 1. Das ist im Prinzip nicht unmöglich, das ist eigentlich ein relativ simples Beispiel. Ich möchte gerne
Nein, ich sitze am Computer, sagen wir mal so, und ich möchte gerne telefonieren. Das heißt, ich warte, bis das Telefon frei ist. So, und jemand anders, zum Beispiel meine Freundin, die hier mit mir wohnt, die hat gerade das Telefon und braucht aber den Computer zum Telefonieren. Ja, und wenn jetzt niemand von uns beiden weggeht, klar, wir können miteinander kommunizieren, aber diese Threads können das nicht so einfach machen. Das heißt, ich halte die ganze Zeit einfach den PC und warte auf das Telefon und sie erhält das Telefon, braucht aber den PC, das heißt, sie wartet auf den PC, bis der frei wird. Eigentlich eine ziemlich dumme Situation, man könnte ja ganz einfach hergehen und miteinander kommunizieren, aber Threads können das nicht. Und deswegen muss man hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, was hier mit diesen Deadlocks passiert. Gut, ja, und das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles, was ich euch hier zeigen möchte dazu. Es gibt keine Lösung zu Deadlocks in dem Sinne. Es gibt bloß die Möglichkeit, hier immer nur eine Ressource auf einmal zu halten und die andere Ressource bevor man eine neue Ressource acquired, muss man die andere Ressource loslassen. Das ist eigentlich das. Wenn man das macht, dann passieren Deadlocks nie, also gar nie. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass man vielleicht zwei Ressourcen hat. Dann sollte man aber vielleicht überlegen, ob man nicht vielleicht ein Lock hat, was wirklich beide Ressourcen auf einmal hat. Also vielleicht ein L, das Ressource 1 und 2 auf einmal hält und dann noch ein L2, das nur für Ressource 1 ist und ein L3, das nur für Ressource 2 ist oder sowas. Und ja. Da sollte man sich dann irgendwie sowas überlegen. Also, dass man vielleicht auf beide Ressourcen simultan zugreifen kann. Okay, so viel zu Deadlocks. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Wenn es nochmal ein letztes Mal um Threads geht, glaube ich zumindest, dass es das letzte Mal ist. Und ja, dann hören wir uns wieder. Bis dann, ciao.